Okay, ist doch ein Safe-Raum. Hier vorne direkt neben ihr konnte man safen. Natürlich. Warum sollte ich nicht? Ich wollte nur mal gucken. Das Ding ging nicht Maria? Auf. Hello? Hier auch nicht. Okay. Let me know when you want to move on. Let's go. All right then. Come on. We could come back later if you want. Mm-hmm. In case we get a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. I mean, any port in the storm, right? I guess so. Okay, und jetzt? Krankenhaus? Kommen wir nicht drüber. Okay, it's not far now. Look, we're on the other side of that chasm. Some detour. But hey, at least we're here. Here meaning where, exactly? Come on, you'll find out. Ist die Tür so schräg eingebaut, dass sie hinter sich wieder zufällt? That's it? A garden? There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Who is she? There's a story told around these parts.
kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. But there was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. A patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. I think it came from inside the theater. Was soll ich im Kino? Wird wahrscheinlich nur ein Horrorfilm laufen. Okay, wir müssen da rein. Okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Muss ich dir wieder die Tür aufmachen? Ah, so. Oh, lol. You should have seen your face. I told you. It was this big rat. It jumped right at me from under the seat. You would have screamed too if you saw it. Guts, fatso. Hey. What do you have to say that for? Anyway, why are you sitting here? I thought you said the cops were after you. Nah, I don't think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops, and not these other monsters.
weird. Yeah. Oh lol, dann hat er den anderen doch getötet, den wir da mit dem Kopf im Kühlschrank gefunden haben. Sie ist instant abgehauen, okay. Aber uns wurde ja gerade gesagt, hier sind keine Monster, ne? Das ist nice. Das heißt, wir können hier... Das sieht nicht abgesperrt aus. Kann doch safe jemand die Tür aufmachen. Es gibt hier Owl Creek Bridge. I was here. Artificial Sky. Irgendwelche Leichen? Nein? Nope. Dann gehen wir mal zu Eddie. James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Hell. That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind.
Und das ist noch ein kleiner Eisbecher in Amerika. Meine Güte. Als wenn das nötig ist, ey. Darf ich ein bisschen was sehen? Danke. Besser. Kann man hier weiter? Die haben schon gesagt, dass das ein safer Ort ist. Ich weiß nicht, warum dann hier kein Licht an ist. Ey, du. Komm hier runter. Ich habe ein paar Fragen an dich. Nur ein paar Bettlaken. Nichts, wo man drauf schießen muss. Das erinnert mich jetzt wieder an Alan Wake 2. Danke. Dieses müssen wir auch noch spielen. Da soll ja auch im Oktober irgendwann noch der zweite Teil vom DLC kommen. Dieses, wie hieß das? Lake House? Ja, auch nochmal rausgucken? Nein. Hey. Hättest du mal geschossen? Dann hätte sie nicht mehr weglaufen können. Nicht anmachen, Strom oder so. Nein. Können wir Eddie einen Film anmachen? Warte. Können wir irgendwas? Nee, schade. Irgendwas unter der Treppe? Nein. Okay, jetzt sind wir in dem Raum wieder. Laura, stop! It's dangerous! Ja nun, wir haben sie gewarnt. Wenn sie jetzt gefressen wird, ist das nicht unser Problem. Sie
siehst du, war nichts zugeschlossen. Sie konnte auch einfach raus. Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Krankenhaus. James, look. Erreicht das Krankenhaus Brookhaven. Und hier kriegen wir das nächste große Gebäude dann. Is that a gun cabinet? Ja. Hospital? Yeah, but it's empty. Somehow that seems worse. Schrot. Unsere nächste Waffe befindet sich irgendwo in diesem Gebäude. Okay. Eieieiei. Auch wieder drei Stockwerke. Geht nicht. Schlüssel. Dann gehen wir zum Licht. Wo auch immer das herkommt, denn draußen war keine Sonne. There. Laura, wait. Kannst du bitte nicht im okay. We don't want to hurt you. In einem Gruselkrankenhaus umherlaufen? Ja, wir sind der große böse Wolf und sie das Häschen, das gejagt wird. Mach doch mal, wer den Strom an? Keep door closed. Warum? Na, hier sind wir Stofffetzen. James. James. Danke. James schafft es nicht, von der Seite das Ding aufzumachen. Oh, eine große Heilung. Wirklich zu.
Wo ist meine Schrotflinte? Hallo? Untersuchungsraum. Natürlich. Hier ist dann auch Sackgasse. Da ging es auch nicht weiter. Cafeteria vielleicht und einen kleinen Snack. Ich will jetzt unten alles so wie es geht erkunden, bevor ich nach oben dem Mädchen hinterher ins Verderben laufe. Untersuchungszimmer 3. Okay, wissen wir Bescheid? Was ist? Was hast du geguckt? Looks like there is a key in there. No combination, though. We should look around. Might be written down somewhere. Ich guck